zusammen. Wir sind jetzt nicht mitten in Tabor, aber doch ziemlich. Das ist ein Loch in der Wand. Stimmt. Ja, wir sind jetzt hier irgendwo in Tabor und schauen uns hier so die altsozialistischen Ruinen an, die es hier so gibt. Der Park ist schön. Ein bisschen komisch. Oh, ich glaube, das ist echt ein Denkmal. 1939, 1940, 41. Das geht schon mal 40 Jahre. 42, das könnte irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht mit dem Protektorat. Das ist ein Denkmal. Ja. Rudel Bernhard. Zeigen wir das Mama mal zu Hause, denn die kann das bestimmt übersetzen. Nix. Aber hier endet halt der Weg, ne? Das ist lustig, hier endet halt einfach ein Weg in der Mauer. Warum eigentlich nicht? Obwohl du hier leicht rüberkommst, gell? Also es heißt irgendwie voll süß. Ich will wissen, was einmal
tausend bestimmt welche. Ekelhaft. Da drin sah es aus, als würden da irgendwelche Zigeuner hausen. Und das schaut aus wie ein Wohngebäude und sowas. Eigentlich ist es das auch. Nicht mehr. Und die Nummer, die du gesehen hast, gehört vielleicht zu einer Garage. Die Rückseite. Gott, ich will da rein. Willst du da auch rein? Ja, aber nicht, wenn die Polizei dann sehen muss. Ja, schon mal von hier könnte man locker drauf. Von hier wird das locker in der Nacht. In der Nacht, ja. In der Nacht würde ich reingehen. Und man sieht, man wird Licht anmachen. Also mit Kopf dann. Wahrscheinlich. Hier hätten wir auch parken können. Stimmt, ja gut, wer hätte das gewusst, ne? Und ich müsste nicht mal drüber steigen. Ich komme da unter den Zaun durch. Und du wärst nicht die Erste, die es probiert hätte. Und du wärst sicher nicht die Erste, die da durch rein ist, wäre. Meinst du, das sind Wohnräume oder sind das? Das sind Wohnräume, ja. Und die Platte auch. Komisch. Wenn es Nacht ist, kann ich sagen, ne? Wenn es jemand beobachtet, denkt er wahrscheinlich auch, what the fuck. Ja, zusammen. Das Video endet hier ein bisschen abrupt. Wir sind natürlich nicht eingestiegen. Wir wissen bis heute auch noch nicht so richtig genau, was das für ein Gelände war. Vermutlich vielleicht ein altes KZ von den Nazis. Drumherum gab es auch Hinweise und so ein bisschen so eine Art Gedenkstätte, wo wir am Anfang waren. Das war auf jeden Fall sehr interessant dort. Gegenüber war aber gleich eine große Polizeistation. Also ich denke, da waren schon, sind schon einige mal eingestiegen, weil da gab es zerbrochene Fenster, schwere Gitter, aufgebrochene Türen und so. Aber wir sind da nicht rein, obwohl es bestimmt sehr interessant gewesen wäre, so ein bisschen eine kleine Tour zu machen. Ja, ich bin gerade dabei, hier ein bisschen unsere Videos zu bearbeiten. Ja, das war jetzt dann Tag 3 unserer Tour. Und ein bisschen was kommt jetzt dann noch. Ja, ich lade jetzt mal dann die Tag 3 hoch und ich hoffe, es gefällt euch bislang. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder wie nennt man das hier, ein Abo, Daumen hoch, whatever. Ja. Okay, dann weiterhin noch viel Spaß.